Wie sieht es bei den Panzern aus? Da werden noch welche hingestellt. Das kann auch noch dauern. Bürger haben wir wieder welche. Sehr, sehr schön. Ihr könnt ja mal das Eisen noch holen. Sind das überhaupt 6 Bürger? Sind 7. Dann geht hier einer Holz holen. Und ihr geht auch noch Holz holen. Obwohl, habe ich hier unten jetzt welche verloren? Ja, habe ich eigentlich, aber na gut. Macht mal. So, hier sind noch 3 Panzer. Die stelle ich jetzt auch hier erstmal ab. Und hier vorne stelle ich dann auch noch welche ab. So, was sagt der Missionslog? Errichten Sie auf Takeshima einen neuen Weltraumhafen mit 2 Raketenbasen, einem Tempel und einem ÖLG-Forschungszentrum. Genau. Und erst einmal die Insel säubern. Da muss ich jetzt mal schauen. Hier haben wir noch 2 Fregatten, die wir brauchen. Ich nehme noch mit ein Kriegsschiff. Das nehme ich vorsichtshalber noch mit. Weil hier unten ist halt wirklich was los. Gerade U-Boot-seitig hat Neurussland hier einiges stehen. Ich finde es schön, dass sich unsere Fregatten hier gegenseitig unterstützen. Ja, ja, wir sind kurz davor. Hier ist der zerschossene Forschungszentrum. Ja, gut, dass du jetzt ein paar Bürger erschießt. Ist okay. Da kommt schon wieder eine blaue Fregatte. Was ist denn das hier? Turm. Und der Flugzeugträger. Okay, Neurussland hat sich hier anscheinend auch eingerichtet. Hier drüben war auch, glaube ich, noch ein Flugzeugträger. Mich nicht alles täuscht, ne? Also wir müssen mit einigen jetzt rechnen. Jawohl, unsere Fregatten machen das im Dreierpack. Wir könnten theoretisch dort landen. Ja, will ich aber eigentlich jetzt nicht. Ich kann mich dort noch nicht einrichten. Siehste Bürger. Sollte ich vielleicht auch noch welche machen. Welche mit hinstellen. Okay, Leute. Ich möchte, dass ihr dort landet. Und versucht euer Bestes, dass ihr die Transportschiffe schützt. Das nächste Transportschiff kommt dann mit Bürgern. Du kannst auch gleich mit. Ich werde das mit Bürgern vollladen. Dass wir relativ schnell vorankommen. Dann haben wir noch 3 Panzer. Ich hoffe, dass die Flotte das jetzt hinkriegt. Das ist so meine stille Hoffnung, die ich habe. Gruppieren werde ich dann, wenn wir da sind. Das mache ich jetzt mal noch nicht. Soldaten haben wir auch keine mehr, so richtig. Wofür haben wir denn das Bevölkerungslimit so ausgereizt? Ja, wahrscheinlich durch die Schiffe jetzt. Dass die Fregatten jetzt so vorfahren, finde ich nicht in Ordnung, sage ich euch ganz ehrlich. Na gut, sie werden eigentlich relativ gut geschützt. Na gut. So, unterdessen in der Basis. Bürger werden hingestellt. Ich kann mal noch 2 Spionagesatelliten mit dazu holen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen und das wieder durch Infanteristen. Ich weiß eben nicht, wo unsere... wo die Kaserne von den Jungs hier ist. Die eine haben wir ja hier zerlegt. Also die 3 haben wir ja zerlegt. Die da waren. Aber das reicht eben nicht. Da kommt man mit vor, genau. Bleibt mal dort stehen. Es kommen nur Infanteristen, das ist das Gute. Die können wir mit den Panzern eigentlich relativ gut abhalten. So, wie sieht's aus? Da ist eine Fregatte, da ist die 2. Ein Transporter, ein Kreuzer. Kriegsschiff, Transporter und dahinter der Kreuzer. Dass die Fregatten vorfahren, ist eine eigentlich nicht schlechte Idee. Weiß ich noch nicht. Ich habe keine... Ich habe keine Dings mehr. Ja, ist ungünstig. Ich schicke die Kreuzer auch mal mit rum. Ich weiß nicht warum, aber wenn unsere erste Truppe durch ist, dann ist, dann ist das Meer frei. Wir werden angegriffen. Natürlich. Da wird geschossen. Fregatte und Kriegsschiffe. Wo ist unser Kriegsschiff? Ich brauch dich. Wo bist du? Da drüben. Du musst mit eingreifen. Dringend mit eingreifen. Ach, du grüne Neune. Okay, das könnte jetzt schwierig werden. So kurz vor Ziel.
Bitte beeilt euch, Transporter. Okay, sie geraten schon unter Feuer. Es ist Kriegsschiff. Wir werden angegriffen. Oh nein, ich hatte es befürchtet. Ist nur der Kreuzer, der blockiert wird? Das Transportschiff hat es nicht geschafft. Versuch auszuweichen. Schaffst du nicht mehr. Wo ist das Kriegsschiff dort? Oh, Transporter ist auch weg. Au, war das bitter. Oh, war das gerade bitter. Wir haben gerade alles verloren. Wir haben gerade mit einem Mal alles verloren. Ah, Fregatte ist auch weg. Hier sind auch blaue Truppen, okay. Ja, und unser Kriegsschiff wird jetzt hier munter zerlegt. Von der ganzen Rebellenflotte. Was ich nicht so toll finde, ganz ehrlich. Das ist ungünstig. Das ist sehr, sehr ungünstig. Muss man jetzt mal gucken. Die Kreuzer sind auch zerlegt. Ja, es ist zwar nett, dass ihr hinterherzieht. Wir machen das mal wie folgt. Ich habe eine Idee. Ihr sammelt euch mal hier. Wir fahren entlang der Küste und ziehen dann gnadenlos runter. Vielleicht ist das die bessere Idee, zumindest dieser Flotte auszuweichen. Kreuzer sammeln sich auch. Das ist jetzt zumindest die einzige sinnvolle Idee, die ich habe. Diese Rebellenflotte auszuweichen. Berechne neuen Kurs. Sonst wüsste ich jetzt nicht. So, Kriegsschiff wird dort geparkt. Ich glaube, die Kreuzer habe ich jetzt ein bisschen ungünstig gestellt. Alles klar. Vielleicht sollte ich nicht so viele Kriegsschiffe vom Stapel lassen. Und auch nicht so viele Fregatten. Ich bräuchte noch Transporter für sowas. Gut. Dadurch, dass das jetzt alles nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Panzer. Also ich muss wahrscheinlich mit einer ziemlich kleinen Truppe hier erst einmal ankommen. Dass wir das überhaupt regeln können. Wenn, dann ein Transportschiff. Ich könnte... Das wäre natürlich die Idee, dass ich jetzt noch ein paar Helikopter hinstelle. Geht mir gerade durch den Kopf. Das wäre jetzt noch die Alternative, die ich hätte. Zu all dem. Aber ist das eine sinnvolle Alternative, frage ich mich jetzt gerade. Ich kann es nur probieren. Ein Skywatcher, ein Haufen Panzer. Vielleicht werden wir noch zwei Panzerabwehrgeschütze mitnehmen. Und das nächste Kriegsschiff. Bitte mal mit vor. Das ist eigentlich unser anderes. Hatten wir nicht noch ein weiteres Kriegsschiff? Ach, das fährt dort. Ja, das dauert ein bisschen, bis das angekommen ist. Okay, also die Kriegsschiffe sind halt sehr langsam und die Karte ist halt riesig. Okay, Transporter ist voll. Ja, das wird jetzt hier echt ein bisschen lustig. Das wird jetzt sehr lustig. Da der Transporter voll ist, schicke ich ihn auch gleich hinterher. So, Kriegsschiff kommt auch mit runter. Wie gesagt, ich werde mich dann Schritt für Schritt hier runter machen. Und dann hoffe ich, dass ich da abladen kann und dass wir dann von hier aus zumindest was platt kriegen. Ich weiß, dass ein Haufen Flieger in der Luft sein werden. Das ist jetzt noch meine große Sorge. Dass ich jetzt noch genügend Skywatcher hinstelle. Ich sollte vielleicht die Panzerproduktion aussetzen. Lieber noch Skywatcher. Und hier... Unser Kurs, Sir? Da was machen. Okay, Fregatte ist auch vorhanden. Einfach erst mal alle hinterher. Dass wir das wirklich hinkriegen. Wie gesagt, die Macht unserer Panzer ist da wirklich echt gut, belagerungsseitig. Am besten wäre noch eine Artillerie, da würde es am schnellsten gehen. Kann ich jetzt aber schlecht machen. Was die Raketenabwehrbatterien machen? Keine Ahnung. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die U-Boote da reduziert werden. Also die U-Boot-Raketen, dass die da kaputt gehen. Ach, hier kann man die Raketenbasis bauen. 2000 Holz, okay. FTL-Forschungszentrum kostet auch wieder einen Haufen Holz.
Und einen Tempel können wir so gar nicht hinstellen. Okay. Also Leute, ihr habt's gehört, wir brauchen noch Holz. Vielleicht wäre es sinnvoll, jetzt mal noch Bürger hier hinter zu schicken. Wir werden angegriffen. Ausgerechnet auch noch wieder von einem Haufen Infanteristen. Mann. So, nächster Transporter ist bereit. Skywatcher sind hier auch schon zwei. Mit vor. Ich schicke mal noch zwei Panzer und ein Panzerabwehrgeschütz mit vor. Dass wir das füllen hier. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Taktik entlang der Küste funktioniert. Das ist meine einzige Angst jetzt, nachdem wir da so auf die Rebellentruppen getroffen sind. Okay, Transporter sind bereit. Sehr, sehr schön. Füllt erst einmal den ersten Transporter. Okay. Haben wir jetzt hier noch Panzer stehen? Ja. Am liebsten werden wir noch... Ja, genau, noch ein Skywatcher ist noch besser. Einmal bitte mit euch in Transporter. Hier ist noch einer. Rein mit dir. Auf geht's. Dass wir dann gemeinsam losziehen können. Das wäre mir ein Anliegen. Die zwei Transporter lasse ich jetzt mal noch stehen. Der ist voll, der Transporter. Sehr gut. Der andere Transporter müsste mittlerweile angekommen sein. Ja, der kommt gerade an. Schicke ich jetzt erstmal den Transporter los. Eieieiei, das wird lustig. Das wird sehr, sehr lustig. Was ist denn mit euch hier los? Könnt ihr nicht einparken, ne? Mann. Ich hätte einen Hafen da unten bauen sollen. Von Sata aus wäre das natürlich relativ flott gegangen, hier rüber zu kommen. Allerdings mit dem hier im Nacken, inklusive Flugzeugträger, mit den hier im Nacken, inklusive Infanteristen und... Ja, Japan hat hier irgendwie nichts weiter, ne? Die machen halt auch nichts dagegen. Zumindest nicht wirklich. Was ich ein bisschen schade finde. Hatte ich noch... Oh. Vier Spionagesatelliten sind natürlich etwas viel. Fliegt mal los. Guckt euch das Ganze doch mal bitte an. Die anderen schicke ich dann auch los. So. Ein Transporter ist zwar noch nicht angekommen. Aber ich kann jetzt nicht abwarten tatsächlich. Rückt mal ein Stück vor. Wenigstens ein bisschen. Jetzt auch gleich mit. Dass wir jetzt hier wirklich... Ja, ihr blockiert euch natürlich gegenseitig. Das ist ungünstig. Da sehe ich doch schon was Rotes. Wo sind die Kreuzer? Die sollten mit vor. Die Fregatten blockieren sich gegenseitig. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Ah, ist nicht so schön. Oh, was habt ihr hier? Hier sind noch mehr Silos. Aha. Also, das Auge Gottes hat sich sehr weit vorgebaut. Ich schicke doch jetzt mal noch die anderen Spionagesatelliten los. Wir haben sich echt weit rangetraut. Hier ist noch eine Marinewerft. Ah, naja. So, ihr fahrt mal noch ein Stück vor. Der auch bitte. Kreuzer können versuchen mitzukommen. Wie gesagt, es wäre jetzt echt wichtig, dass wir uns den Platz hier einräumen. Und da wird nämlich schon attackiert. Ich hatte es befürchtet, dass es Ärger gibt. So. Wir sind fast da. Wo ist der Transporter? Los geht's. Das war nur ein U-Boot. Oh, da kommt noch ein zweites, glaube ich. Fregatten. Bitte. Okay, Jäger ist abgeschossen. Transporter kommt. Das ist aber der falsche Transporter, oder? Das ist der richtige. Bitte, lass es funktionieren. Jawohl, wir konnten abladen.
Jetzt so schnell wie möglich. Wir haben gerade keinen Skywatcher dabei. Was jetzt sehr ungünstig ist. Der zweite Transporter hat ihn dann dabei. Deswegen wir jetzt gucken müssen, dass die Luftunterstützung... Jawohl, wir haben noch welche dabei. Einen zumindest. Wo bleibt die zweite Ladung, Leute? Ab geht's nach vorne mit euch. So, Panzer und Panzerabwehrgeschütze versuchen jetzt so schnell wie möglich hier Ergebnisse zu erzielen, indem wir die Flughäfen zerstören. Skywatcher sollten sich hier ein bisschen besser positionieren. Der kann hier rüber. Wir könnten eine Chance haben. Was macht denn der hier? Schieß doch einfach mal drauf. Wie sieht's mit dem Flughafen aus? Ein Drittel haben wir weg. Oh Gott, jetzt landen die alle. Oh, wir werden beschossen. Parallel. Kriegsschiff. Bräuchte sich da mal hier, denn wir haben ein kleines Problem. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Die Skywatcher sind maßlos überfordert. Was ganz einfach daran liegt, dass wir hier parallel so dermaßen auf den Deckel kriegen. Hier ist noch ein Kriegsschiff. Okay. Das funktioniert jetzt alles nicht so erwartungsgemäß. Einziges, was ich noch machen kann, ist mal die Transporter wieder zurückschicken. In der Hoffnung, dass sie es vielleicht schaffen. Ich glaube es zwar eher nicht, aber gut. Skywatcher und Panzer sind hier noch. Sammelt euch mal bitte hier hinten. Dann bräuchte ich mal bitte noch ein paar Panzer. Wie sieht es unten aus? So schlecht. Wenigstens einen Flughafen, Leute. Wenn ihr den einen Flughafen kriegen würdet. 2000 HP noch. Kommt. Das sieht schlecht aus. Das sieht wahnsinnig schlecht aus gerade. 1500. Nee. Schade. Sehr, sehr schade. Die ganze Flotte wurde auch zerlegt. Parallel. Meine Güte. Also... hier ist gerade einiges passiert. Und leider nicht viel Positives. Muss man auch dazu sagen. Schade, schade, schade. Der erste Angriff hat null funktioniert. Muss man so sagen. Der hat nicht ansatzweise funktioniert. Ach, ist das ärgerlich. Aber was willst du machen? Wir haben halt einen riesen Widerstand von haufenweise Kriegsschiffen. Haufenweise Fliegern und halt wirklich den Widerstand von zwei Fraktionen. Einmal von Neurussland und einmal von den Rebellentruppen, von den grauen, dunkelgrauen. Das ist nicht ohne. Was haben die Satelliten denn hier gefunden? Das darf nicht wahr sein, guckt's euch an. Auf derselben Stelle wieder erbaut. Oh nee. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Fahrt mal hier rüber. Fahrt mal hier rüber zu den anderen Panzern. Wir nehmen das nochmal weg. Das kann nicht wahr sein. Dass hier wieder so ein Haufen Gegner sich postiert haben. Ja, wir können uns jetzt nicht wirklich hier in die Position begeben, zu sagen, wir haben die Möglichkeit. Ich brauche noch eine Artillerie. Vielleicht bringen zwei Paladin-Kanonen auch noch was. Ich weiß es nicht. Ist aber eine echt gefährliche Sache, weil die verdammt schnell abgeschossen werden. So, Panzer, fahrt mal vor. Wir nehmen nochmal die blaue Basis weg. Wir haben nicht alles erwischt. Ich weiß auch, dass das Auge Gottes noch ein paar andere Basen hat. Weswegen das jetzt nicht viel bringt, da noch mehr wegzumachen. Ein Transporter hat es überlebt. Guckt euch an, er hat es geschafft. Einer von zweien. Einer von den beiden ist noch knifflich davon gekommen. Aber das ist halt wirklich... man fährt da schon mit einer Flotte richtig ran, ne? Und man kriegt richtig, richtig einen drauf. Wir haben nicht mal den einen Flughafen zerlegt. Wir haben einen Haufen Bürger von Neurussland erwischt.
was uns aber nicht so viel bringt, denn Bürger sind schnell wieder aufgestellt.